Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Und wir werden heute weitermachen in der Elektrostatik. Wir hatten beim letzten Mal ja die Erkenntnis gewonnen, dass wir tatsächlich nochmal einige Spezialfälle uns anschauen sollten. Und das werden wir im Wesentlichen heute auch machen. Mein Name ist Hans-Georg Hauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Ja, wie gesagt, werden wir heute uns tatsächlich einfache Spezialfälle anschauen. Und da gibt es natürlich Spezialfälle, die letztendlich schon aus dem Grundstudium oder teilweise sogar schon aus der Schule bekannt sind, wie Plattenkondensator, Kugelkondensator, Zylinderkondensator. Und in solchen Fällen ist die Lösungsstrategie, also der Algorithmus, der letztendlich durchlaufen wird, eigentlich immer der gleiche. Sie suchen sich ein geeignetes Koordinatensystem, kartesische Koordinaten typischerweise beim Plattenkondensator, beim Kugelkondensator sphärische Koordinaten, beim Zylinderkondensator natürlich Zylinderkoordinaten. Sie idealisieren, das heißt, sie kommen zu einer Modellvorstellung, typischerweise eben bei diesen Kondensatoranordnungen dadurch, dass sie Randeffekte vernachlässigen. Dann schauen sie sich die Symmetrie der Anordnung an, können daraus auch schon Aussagen ableiten über die Feldorientierung, was sehr hilfreich ist. Über diese Symmetrieaussagen gelingt es dann in den vorliegenden Fällen, das E-Feld tatsächlich auf einfache Art und Weise aus dem, zum Beispiel aus dem Coulomb-Gauß-Gesetz zu berechnen, ganz so, wie wir das in Beispielen vorher auch schon gemacht haben. Und wenn Sie eine räumlich beschränkte Ladungsverteilung haben, wissen Sie schon, dass das Potenzial im Unendlichen verschwindet. Und damit können Sie dann eben auch Potenzial, Spannung, Kapazität, Energiedichte, Energie ausrechnen. Und weil das relativ einfach und wahrscheinlich auch schon bekannt ist, werden wir das hier nicht nochmal vorrechnen. Das ist das eine oder andere davon ist vielleicht eine schöne, einfache Übungsaufgabe. Mal sehen, ob wir das wieder aufnehmen. Aber diesen Weg werden wir hier jetzt in dieser Präsentation nicht gehen. Was wir stattdessen machen werden, wir werden, um zu etwas Allgemeineren, nämlich der Multipolentwicklung zu kommen, uns tatsächlich nochmal den Weg anschauen von Punkt Monopol zum Dipol, dann auch zum Punkt Dipol, weisen darauf hin, dass man das dann verallgemeinern kann, Quadrupol, Oktopol und so weiter, und machen dann aber vor allen Dingen die Multipolentwicklung. Gut, also fangen wir an, schauen wir uns nochmal den Monopol an. Das ist eigentlich bekannt. Das ist eben eine Punktladung Q am Ort R0. Hier nochmal die Geometrie gezeichnet. Also R0 wäre der Vektor zur Ladung Q, die hier sitzt. Beobachtungspunkt ist R. Der Zwischenvektor hier ist dann entsprechend R minus R0. Und was hier in Rot angedeutet ist, wäre eben das E-Feld, das für eine positive Ladung eben von dieser Ladung weg zeigt. Und die Formeln kennen wir inzwischen schon. E-Feld und auch Skalarpotential schreiben sich in der Form, wie das eben hier dargestellt ist. Diese Anordnung können wir jetzt ein wenig erweitern und kommen damit zum Dipol. Und was wir hier machen, ist, dass wir einfach zwei Ladungen betrachten mit unterschiedlichen Vorzeichen. Eine Ladung minus Q, eine Ladung plus Q. Und wir verbinden diese beiden Ladungen durch einen Vektor, den wir A nennen, mit der Konvention, dass dieser Vektor immer von minus nach plus orientiert sein soll. Und es ist plausibel, dass diese Anordnung
umso stärker ist, je größer die Ladungen sind. Und es ist auch plausibel, dass diese Anordnung umso stärker ist, je weiter diese Ladungen voneinander entfernt sind. Im Extremfall, wenn sie aufeinander liegen würden, würden sich die Ladungen ja kompensieren, und damit hätten wir überhaupt kein Feld. Also ist es naheliegend, sich das Produkt Q mal A anzuschauen. Und dieses Produkt Q mal A nennen wir das Dipolmoment dieser Anordnung. Um das jetzt weiter auszurechnen, werden wir die Geometrie ein klein wenig weiter spezifizieren, indem wir ein Koordinatensystem reinlegen, der Gestalt, dass wir die Ladung minus Q in den Ursprung legen. Die Ladung plus Q liegt dann beim Vektor A. Und wenn wir einen Beobachtungspunkt P haben, dann wie gewohnt hätten wir hier eben vom Ursprung weg den Vektor R. Das ist dann auch gleichzeitig der Vektor zur Ladung minus Q. Und zur Ladung plus Q hätten wir den Vektor R minus A. Und ja, über Superposition, über die Überlagerung, können wir jetzt natürlich sowohl das E-Feld als auch das Potential sofort hinschreiben, indem wir die beiden Beiträge für die Ladung minus Q, das wäre dieses hier, und den Beitrag für die Ladung plus Q einfach addieren. Für das Potential entsprechend. Ja, und das sind keine schweren Ausdrücke. Die können wir, sind auch so natürlich vollkommen richtig, und können letztendlich natürlich auch visualisiert werden. Ich habe das hier einfach mal gemacht, indem wir hier eine positive Ladung der Größe 1 und hier eine negative Ladung der Größe minus 1 mal angenommen haben. Und dann haben wir sowohl die Feldlinien als auch die Äquipotentiallinien hier einfach mal geplottet. Solche Bilder kennen Sie, dass das so aussieht. Das wird Sie jetzt nicht überraschen, wenn Sie mit solchen Anordnungen mal spielen wollen. Das ist ein kleines Python-Skript, das ich im OER-Ordner der Professur gerne für Sie auch hinterlege. Dann können Sie damit auch selber ausprobieren. Gut. Ja, so sieht das halt aus. Wenn wir das jetzt weiter, ein wenig weiter betrachten wollen, dann ja, schauen wir uns nochmal die Ausdrücke fürs E-Feld und fürs Potential an. Und dann sieht man unschwer, naja, der Ausdruck fürs Potential ist ein bisschen einfacher. Deshalb werden wir jetzt auch mit dem Ausdruck für das Potential weitermachen. Und wir werden insbesondere uns hier diesen Term R minus A anschauen, weil was wir machen wollen, ist, dass wir diesen ausgedehnten Dipol eigentlich an einem Ort zusammenziehen. Das heißt, das A soll eine kleine Größe werden. Und ja, das ist natürlich etwas, was wir mit der Taylor-Entwicklung hinbekommen. Wie schon gesagt, schauen wir uns das Potential an, weil dieser Ausdruck einfach der einfachere von beiden ist. Wenn wir eine Taylor-Entwicklung eines skalaren Feldes machen, müssen wir uns vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, wie das geht. Wenn wir also allgemein ein Feld haben und wollen das am Ort R plus A entwickeln um A gleich 0, dann wissen Sie vielleicht noch, ansonsten schauen Sie es nochmal nach, dass wir die Taylor-Entwicklung in dieser Form hinschreiben können. Und das sind zwei alternative Schreibweisen, beide finden Sie. Und wir werden insbesondere hier diesen ersten Ausdruck jetzt verwenden, um R minus A Betrag zu entwickeln, beziehungsweise 1 durch R minus A Betrag um A gleich 0. Und wenn wir in diese Formel einsetzen und die einzelnen Terme ausrechnen, kommt das raus, was hier steht. Will das jetzt nicht zu kleinschrittig durch exerzieren, das können Sie selber nochmal nachrechnen. Und ja, diesen Ausdruck, den können wir jetzt natürlich
hier ins Potenzial einsetzen. Und Sie sehen schon sofort, dass sich dieser Term hier vorne, der 1 durch R-Term, der taucht ja hier hinten jetzt auf. Er taucht aber auch schon hier vorne auf mit genau dem gegengesetzten Vorzeichen. Das heißt, dieser Term fällt weg. Die Monopolterme kompensieren sich also, wenn wir das nur eng genug zusammenziehen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Und was dann übrig bleibt für das Potenzial, ist eben diese Entwicklung, die, wenn wir sie ins Unendliche fortführen, nach wie vor eine exakte, analytisch exakte Ausdruck für das Potenzial ist. Ja, und das Problem, was wir hier ein bisschen haben, ist, dass der Dipol, wie wir ihn jetzt eingeführt haben, noch keine lokale Größe ist. Das ist auch sehr realistisch. Genauso wie es keine Punktladungen gibt, gibt es ja eigentlich auch keine Punktdipole. Jede Ladungsverteilung hat immer eine gewisse Ausdehnung. Aber es ist als Modell außerordentlich hilfreich, genauso hilfreich wie die Punktladung, dass wir auch sowas einführen wie einen Punktdipol, weil wir dann auch das Dipolmoment als eine lokale Größe auffassen können. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen das Problem, dass wir ja den Ausdruck für das Dipolmoment hatten, P gleich Q mal A, den mit endlichem A ist das immer noch ausgedehnt. Und wenn wir aber jetzt A gegen 0 gehen lassen würden, um daraus wirklich eine lokale Größe zu machen, dann, ich habe es eben schon mal gesagt, liegen ja plötzlich die Ladungen aufeinander, würden sich kompensieren und dann hätten wir überhaupt kein Feld mehr. Das ist also kein guter Übergang, um jetzt auf dieses Modell des Punktdipols zu kommen. Das heißt, wir müssen hier ein wenig anders vorgehen. Wir wollen einerseits A gegen 0 gehen lassen, wollen aber andererseits das Dipolmoment auf einem endlichen Wert belassen. Und das bekommt man so hin, dass man eben A gegen 0 gehen lässt, gleichzeitig aber Q gegen unendlich streben lässt. Und zwar genau so, dass dann im Limes A gegen 0 von diesem P der Wert P einfach erhalten bleibt. Wirkt ein bisschen komisch, aber es ist ja auch ein Modell, das wir hier entwickeln für einen Punktdipol, den es in der Realität so nicht gibt, der sich aber als hilfreich erweist. Ja, und wenn wir diesen Übergang machen, dann kommen wir tatsächlich zum Potenzial des Dipols, des Punktdipols. Und ja, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen. Wir haben ja hier immer Terme mit Q mal A oder eben Q mal A Quadrat und wenn sie dann weitergehen, hätten sie Q mal A hoch 3 und so weiter. Ja, und wenn wir jetzt diesen Übergang machen, A gegen 0, in der Form, wie wir das gerade gesagt haben, dass P erhalten bleibt, dann werden aber diese höheren Terme eben wesentlich schneller gegen 0 streben, sodass wir sie hier in dieser Idealisierung auch weglassen können. Das heißt, Terme Q mal A hoch 3, Q mal A Quadrat, Q mal A hoch 3 und so weiter würden wir eben vernachlässigen. Und was dann übrig bleibt, ist das Potenzial des Punktdipols, das wir in dieser schönen Form hinschreiben können, entweder als 1 durch 4 Pi Epsilon 0 R mal P durch R hoch 3 oder wenn wir ausnutzen, dass wir R durch R hoch 3 auch schreiben können als Minus Gradient 1 durch R, dann eben in dieser Form, wie sie hier auf der rechten Seite steht. Ja, und wenn wir das Potenzial kennen, dann können wir daraus natürlich auch das E-Feld ausrechnen und wir werden das jetzt erstmal tatsächlich für eine spezielle Geometrie machen. Und zwar nehmen wir uns die Freiheit, unser Koordinatensystem so zu legen, dass Einheitsvektor in Z-Richtung parallel zum Dipolmoment ist. Das ist sehr praktisch, weil dann R mal P geschrieben werden kann, also das Skalarprodukt R mal P geschrieben werden kann als R mal P mal Cosinus Theta und wir für das Potenzial eben diesen sehr einfachen Ausdruck bekommen. Und jetzt können wir tatsächlich
E gleich minus Gradient Phi ausrechnen. Erinnern uns daran, dass Gradient Phi in Zylinderkoordinaten, sphärischen Kugelkoordinaten eben gegeben ist als d nach d Psi nach dr er plus 1 durch r d Psi nach d Theta e Theta plus 1 durch r Sinus Theta d Psi nach d Phi e Phi. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, dann bekommen wir tatsächlich die radiale Komponente, die Theta-Komponente und die Phi-Komponente für das elektrische Feld in der Form, wie sie hier stehen. Zu beachten, insbesondere die Phi-Komponente verschwindet. Wir haben also hier tatsächlich nur eine radiale und eine Theta-Komponente für das elektrische Feld eines Dipols. Nachdem wir das in einem Koordinatensystem mal komponentenweise ausgerechnet haben, sei hier nur erwähnt, dass wir das auch koordinatenfrei ausrechnen können. Und hier ist, ohne dass wir es nochmal explizit nachrechnen, auch koordinatenfrei mal angegeben, wie eben das elektrische Feld eines Punktdipols mit Dipolmoment P aussieht. Das ist ein Punktdipol und jetzt können wir natürlich auch den Übergang machen auf N-Dipole. Wenn wir N-diskrete Dipole haben, die jeweils ein Dipolmoment PJ haben und an den Orten RJ sich befinden, dann können wir natürlich das Gesamtpotential jetzt einfach wieder durch Superpositionen ausrechnen. Das ist dann diese Summe, wie sie hier steht. Wieder in beiden alternativen Schreibweisen hingeschrieben, also wieder ausgenutzt, dass wir R durch R hoch 3 auch als Minus Gradient 1 durch R schreiben können, wie wir das eben auch schon gesehen haben. Und das ist diskret hingeschrieben und da ist es jetzt natürlich auch sehr schön, wenn wir es nochmal kontinuierlich hinschreiben können. Und dafür führen wir eine Dipoldichte ein in der Form, dass das, was wir bisher als Dipolmoment geschrieben haben, eben das Integral, das Volumenintegral einer solchen Dipoldichte über ein bestimmtes Volumen wäre. Ja, und mit dieser Dipoldichte ergibt sich dann natürlich einfach das Potential, indem wir hier einen Übergang machen und die Summe einfach durch das entsprechende Integral ersetzen. Das ist, glaube ich, sehr naheliegend, das so zu machen. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht im Einzelnen nochmal in der Begründung drauf eingehen. Das, was wir hier gemacht haben für jetzt den Dipol und dann für N-Dipole, das ist ja immer nur Superposition. Und dieses Verfahren kann man natürlich auch anwenden, um Aussagen zur Kraft abzuleiten und auch zum Drehmoment. Die Vorgehensweise ist genau die gleiche. Da kommt nichts wirklich Neues hinzu. Deshalb schreiben wir hier auch nur das Endergebnis hin. Wir können eine Kraft und ein Drehmoment eben vollkommen analog auch durch Superposition berechnen und bekommen die Ausdrücke, wie sie hier jetzt angegeben sind. Der Ausdruck für die Kraft vereinfacht sich im Falle der Elektrostatik, wo wir ja Rotation E gleich 0 haben, nochmal auf diesen etwas einfacheren Ausdruck. Und was wir festhalten können, auch für die Kraft, ist, dass wenn das E-Feld tatsächlich ein konstantes E-Feld ist, dass wir dann keine resultierende Kraft auf den Dipol haben, also Fd ist dann 0. Wohl haben wir aber ein Drehmoment. Wenn das Feld inhomogen ist, dann haben wir auch in der Statik tatsächlich eine resultierende
Kraft auf einen Dipolmoment, auf einen Dipol. Und das Drehmoment haben wir natürlich alle mal. Das, was wir jetzt gemacht haben hier für den Übergang vom Monopol zum Dipol, das können wir natürlich auch fortführen. Wir könnten jetzt auch sagen, was passiert, wenn wir zwei Dipole haben. Dann können wir die tatsächlich auch in der Überlagerung zu einem Quadrupol zusammenfassen, der dann einen Quadrupolmoment haben hätte. Wenn wir zwei Quadrupole hätten, dann könnten wir ihn zu einem Oktopol zusammenfassen und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt gar nicht im Detail hier machen, sondern stattdessen gehen wir direkt in die sogenannte Multipolentwicklung hinein. Ja, wenn wir die Multipolentwicklung machen, dann betrachten wir ein räumlich begrenztes Gebiet, in dem wir Ladungen haben. Das heißt, in einem beliebig geformten, aber räumlich endlichen Volumen, dort soll es eine Ladungsverteilung Rho V ungleich 0 geben. Außerhalb dieses Gebietes soll es aber keine Ladungen geben. Das heißt, Rho V ist gleich 0 außerhalb dieses Gebietes. Und wir interessieren uns für das Feld außerhalb dieses Gebietes und zwar tatsächlich auch deutlich außerhalb dieses Gebietes. Das ist das, was man bei der Multipolentwicklung macht. Ja, zur Geometrie. Wir werden mit R' natürlich dann wieder die Punkte im Gebiet der Ladung durchlaufen. R ist der Vektor zum Beobachtungspunkt und R-R' wäre jetzt wieder der Verbindungsvektor vom Beobachtungspunkt zum Aufpunkt. Und ja, hier ist noch dieser Vektor Theta' eingezeichnet. Das ist der Winkel zwischen R und R', der gleich auftauchen wird in der Analyse dieser Geometrie. Was eigentlich schon klar ist, wenn man sich die Anordnung anschaut, naja, wenn der Punkt, der Beobachtungspunkt nur weit genug weg ist, dann wird irgendwann natürlich kein Unterschied mehr sein zwischen R und R-R', egal wo R' in diesem Gebiet liegt. Und das ist genau das, was in der Multipolentwicklung dann letztendlich auch formal rauskommt. Wir könnten natürlich das Feld an jedem beliebigen Punkt mit dem Coulomb-Integral ausrechnen. Coulomb-Integral ist hier nochmal hingeschrieben. Das ist natürlich möglich, aber es wird in der Regel nicht analytisch möglich sein. Sondern nur numerisch. Und was wir aber hier jetzt machen wollen, ist, dass wir zumindest mal analytische Näherungen eben für den Fall bekommen, dass R relativ weit weg ist vom Lösungsgebiet. Das heißt, wir suchen analytische Näherungen für R wesentlich größer als R'. Und dafür werden wir tatsächlich eine Entwicklung von 1 durch R-R' für eben den Fall R wesentlich größer als R' brauchen. Ja, und damit fangen wir jetzt an. Und zwar, indem wir uns zunächst mal eben dieses Dreieck hier betrachten. Und R-R' ist ja eine Seite in diesem Dreieck. Das heißt, wir können vollkommen problemlos eben mit dem Kosinussatz einfach mal anfangen. Der ist hier nochmal hingeschrieben für dieses Dreieck, wie es hier oben gezeichnet ist. Und aus dieser rechten Seite des Kosinussatzes können wir R² ausklammern und haben dann eigentlich, wenn wir jetzt nur R-R' und nicht R-R² haben wollen, einen Ausdruck R mal Wurzel 1 plus irgendwas. Dieses irgendwas nennen wir Epsilon. Das ist dieser Ausdruck hier oder der Ausdruck, der hier hinten steht. Und dieses Epsilon, das sieht man jetzt natürlich sofort, wird für R wesentlich größer als R' auf jeden Fall klein gegen 1 sein. 2 mal Cosinus Theta ist ja beschränkt. Und wenn ich jetzt also R wesentlich größer als R'
habe, dann sieht man, dass das beliebig klein, dass dieses Epsilon beliebig klein, auf jeden Fall wesentlich kleiner als 1 wird. Ja, und das erlaubt es uns jetzt natürlich, uns 1 durch R-R' Betrag nochmal anzuschauen. 1 durch R-R' Betrag ist dann natürlich das Inverse von dem Ausdruck, den wir gerade hatten. 1 durch R mal 1 plus Epsilon hoch minus 1/2. Und ja, das können wir als Entwicklung um Epsilon gleich 0 einfach mal hinschreiben. Das ist also hier die Taylor-Entwicklung hier hinten einfach eingesetzt. Und wenn wir jetzt für Epsilon wieder den kompletten Ausdruck einsetzen, dann ja, wird das natürlich ein etwas länglicher Term, der hier nochmal hingeschrieben ist. Und das wirkt auf den ersten Blick auch ein wenig unübersichtlich. Wir können das aber sehr einfach sortieren, und zwar, oder wir können das, oder wir sollten das umorientieren, und zwar in folgender Weise, dass wir uns nämlich Terme in Potenzen von R' durch R anschauen. Also beispielsweise hätten wir ja hier mit dem 2 mal Cosinus Theta' und dem Faktor R' durch R einen Term, und das ist auch der einzige Term, der nur von R' durch R abhängt. Mit R' durch R Quadrat hätten wir hier aus der ersten Zeile einen Term und natürlich auch dann nochmal hier das R' durch R Quadrat wieder multipliziert mit diesem Cosinus-Term. Und so setzt sich das fort. So können Sie die einzelnen Faktoren identifizieren, die proportional zu R proportional zu R' durch R bzw. zu R' durch R Quadrat und so weiter zu R' durch R hoch 3 sind und so weiter und so fort. Und das ist hier tatsächlich passiert. Sie hätten also die führende 1, dann den Term mit R' durch R, mit R' durch R Quadrat, mit R' durch R hoch 3. Ja, und wenn man sich die hier rot markierten Terme etwas genauer anschaut, dann fällt vielleicht auf, dass man die schon woanders her kennt. Wir haben hier spezielle Polynome. Wenn ich jetzt mal Cosinus Theta' gleich x setze, hätten wir also 1 x 3x Quadrat minus 1 halbe, 5x hoch 3 minus 3x halbe und so weiter und so fort. Und diese Terme, die hier rot markiert sind, das sind die sogenannten Legendre-Polynome, ausgewertet an der Stelle Cosinus Theta'. Ja, und wenn wir das ausnutzen, dass wir diese Terme kennen, dass das die Legendre-Polynome sind, dann haben wir einen wesentlich kompakteren Ausdruck für 1 durch R-R' Betrag, nämlich als unendliche Summe über die Legendre-Polynome multipliziert mit Potenzen von R' durch R hoch n und natürlich den Vorfaktor, den wir eben schon ausgeklammert hatten. Ja, und diesen Ausdruck können wir jetzt ins Coulomb-Integral einsetzen und bekommen so jetzt tatsächlich einen Ausdruck für r wesentlich größer als r', so wie wir ihn gesucht haben, der trotzdem sich noch relativ kompakt schreibt und analytisch korrekt ist. Genau das, was wir gesucht haben. Und ja, den Ausdruck können wir natürlich auch etwas ausführlicher oder können wir jetzt noch wieder etwas ausführlicher hinschreiben, indem wir die einzelnen Terme wieder einsetzen und die einzelnen Summen nacheinander einsetzen und bekommen dann eben einen Term, der offensichtlich hier
nur die Ladung im Volumen habe. Wir bekommen hier einen Term, der wieder unserem Dipolterm entspricht und so weiter und so fort, dann eben höhere Terme. Ja, und aus der Ferne betrachtet ist also ein solcher Multipol zunächst mal eine Punktladung und es ergibt sich dann eben zunächst mal ein solcher Monopolterm, der nur von der Gesamtladung im Volumen abhängt. Das zweite wäre dann, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein solcher Dipolterm. Und dann geht es weiter mit Quadrupolterm, Oktopolterm und so weiter. Und da die ja eine unterschiedliche räumliche Abhängigkeit haben, es fängt an mit 1 durch r, dann geht es weiter mit 1 durch r Quadrat, 1 durch r hoch 3, 1 durch r hoch 4 und so weiter, ist klar, dass wenn wir jetzt eine endliche Ladung haben, in der Ferne tatsächlich auch der Monopolterm dominiert. Wenn wir keine Ladung hätten, wohl aber ein Dipolmoment, dann würde in der Ferne der Dipolterm dominieren. Wenn wir auch keinen Dipolmoment haben, also keine Ladung und kein Dipolmoment, erst dann dominiert der Quadrupolterm und so weiter und so fort. Ja, und das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir uns an einem kleinen Beispiel auch nochmal visuell anschauen können. Ein ganz ähnliches Bild, wie wir es eben schon mal gesehen haben, nur dass ich hier jetzt an dem Punkt hier zwei Ladungseinheiten platziert habe und hier minus eine Ladungseinheit. Und dann können wir zunächst mal wieder Feldlinien und Potential ausrechnen. Das Bild sieht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so anders aus wie das Bild vom idealen Dipol, was wir vorher schon mal gesehen haben. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass ich Verzerrungen des Feldes habe. Das ist nicht mehr wirklich symmetrisch zur Mittellinie. Man erkennt es sehr schön eigentlich dann auch an den Potentiallinien, an den Äquipotentiallinien. Wenn ich jetzt etwas weiter weggehe, dann würde ich in diesem Fall ja erwarten, dass je weiter ich weggehe, dass es umso mehr tatsächlich aussieht wie das Feld eines Punktmonopols, einer Punktladung, weil insgesamt habe ich ja eine resultierende Ladung. Damit sollte also in der Ferne der Einfluss der Ladung plus 1 der dominierende Term sein. Ja, und hier haben wir uns das angeschaut, eben von minus 2 bis plus 2. Jetzt machen wir mal den nächsten Schritt und schauen uns das an von minus 20 bis plus 20. Da sehen Sie hier im Inneren natürlich immer noch diese Verzerrungen, jetzt vielleicht sogar auf dieser Skala etwas schöner als eben noch. Das heißt, ein Beobachter hier in dieser Nähe, in diesem Gebiet, würde noch klar sehen, ja, das ist mehr als nur einfach eine Ladung im Ursprung. Wenn Sie hier außen sind, dann sieht es aber doch schon sehr stark aus nach einem radialen Feld. Und auch diese Potentiallinie, die hier nochmal eingezeichnet ist, naja, die ist ja fast schon ein Kreis. An der Seite sehen Sie noch deutliche Abweichungen. Jetzt machen wir den nächsten Schritt, gehen also nicht von minus 20 bis 20, sondern von minus 200 bis plus 200. Ja, und ein Beobachter in diesem Gebiet hier, der würde jetzt tatsächlich praktisch keinerlei Abweichungen mehr sehen zum Feld einer Ladung plus 1 hier am Ursprung. Die Äquipotentiallinien sind praktisch perfekte Kreise und das Feld ist praktisch perfekt radial nach außen orientiert. Gut, ja, und das ist genau das, was ich Ihnen hier an dieser Stelle auch zeigen wollte. Wir werden in der nächsten Einheit dann weitermachen mit der Betrachtung von Randwertproblemen. Bisher hatten wir immer gesagt, dass das Feld im
unendlichen, keine weiteren Begrenzungen haben soll. Und das ist natürlich eine starke Einschränkung, die wir dann in der nächsten Anordnung, beim nächsten Mal tatsächlich auch aufgeben werden. Gut, bis dahin bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, wie immer finden Sie unter der Adresse hier auch weitere Informationen. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.